Ich liebe dieses Trompetensolo. Freunde, schön, dass ihr da seid. Ihr seht, wir haben hier ein bisschen was dazu gesetzt. Und zwar eine fast nicht zu sehende Tischlampe und natürlich wieder Requisiten und Utensilien aus unserer Geschichte. Und jede gute Geschichte fängt mit den Worten an: Es war einmal. Er schaute gerade auch wieder recht sehnsüchtig an einem großen, schönen Haus hinauf. Da öffnete sich ein Fenster. Eine alte Frau schaute heraus und rief mit singender Stimme: Herbei, herbei, gekocht ist der Brei. Den Tisch ließ ich decken. Drum lasst es euch schmecken, ihr Nachbarn herbei, gekocht ist der Brei. Und wie freudig war er überrascht, als er sah, dass er sich in dem Gemach befand, das schon lange Zeit das Ziel seiner Wünsche war. Wow. Alle Anwesenden lachten laut über diese Entschuldigung, der König aber, aufs Höchste erzürnt über diese vermeintliche Frechheit des Kleinen, rief aus: Wie Elender! Du willst deinen König so dumm und schändlich belügen, nachdem du ihn bestohlen hast! Als er aber die schönen, einladenden Feigen aufsetzen ließ, da entfloh ein allgemeines: Wie reif, wie appetitlich, rief der König. Küchenmeister, du bist ein ganzer Kerl. Eine lange Nase zog sich über sein Kinn herunter. Auch sich selbst betrachteten sie untereinander mit Staunen und Schrecken. Alle waren mehr oder minder mit dem sonderbaren Kopfputz geschmückt. Was ist mit meiner Nase? Nein! 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 Sieht doch gut aus, besser als vorher. Man denke sich den Schrecken des Hofes. Man schickte sogleich nach allen Ärzten der Stadt. Sie kamen haufenweise, verordneten Pillen und Mixturen. Aber die Ohren und die Nasen blieben. Man operierte einen der Prinzen, aber die Ohren wuchsen nach. Muck hatte die ganze Geschichte in seinem Versteck, wohin er sich zurückgezogen hatte, gehört.